lebe lang und in Frieden und herzlich willkommen auf deinem deutschsprachigen Nerd-Review-Kanal. Es ist Trekkie-Klemmbaustein-Dienstag und um diese Steinchen geht es heute. Star Trek vom Blue Bricks kennt ihr mindestens von meinem Kanal sicherlich zu Genüge, aber diese hübschen Dinger hier kennt ihr noch nicht. Das sind die Brick Buddies von Blue Bricks und stellen einen Star Trek-Charakter dar. Ursprünglich hatte ich tatsächlich kein Interesse daran, aber dann. Da habe ich doch gedacht, sowas kommt nicht ins Haus und ihr seht sie im Hintergrund vielleicht schon, sie sind da und ich habe Freude dran. Und wie das gekommen ist, das erfahrt ihr nach dem Vorspann. Oh, was ist das denn für ein Signal, was hier reinkommt? Mal verstärken. Zuschauer werden identifiziert. Oh, schön, dass du da bist und schön, dass du auch wieder einschaltest. Und ja, Star Trek von Blue Bricks Pro ist das beste Spielzeug für mich und für viele von euch definitiv auch. Ja, wenn ihr sagt, cool, das Ding habe ich ja noch gar nicht gesehen, das ist der medizinische Tricorder. Das Video dazu findet ihr auf jeden Fall einmal hier. Und neben dem Tricorder habe ich auch viele andere Sets, auch viele Raumschiffe der Welle 5 mir angeschaut und seit Welle 1 bin ich auch bekennender Fan von Blue Bricks und habe große Freude, ja, Star Trek Items und Star Trek Raumschiffe zu bauen. Wenn ihr sagt, habe ich Interesse dran, habe ich vielleicht noch gar nicht gesehen, hier ist die Playlist, da findet ihr alles, was auf dem Kanal bisher so zu sehen war, alles, was bei mir in den Regalen steht sozusagen. Und ich dachte eigentlich, Welle 5 habe ich mir jetzt angesehen, ich bin fertig damit. Und überraschenderweise geht es noch weiter. Und das ist für mich sehr überraschend. Denn es sind Sets, die mich persönlich überhaupt nicht interessiert haben. Es geht um Brick Buddies. Und ich habe mal einen der Brick Buddies, der der Stein des Anstoßes war, mitgebracht. Das ist hier an der Stelle Captain Picard als Brick Buddy. Ihr seht schon, Prinzip Funko Pop und daher für mich auch eigentlich uninteressant, weil ich tatsächlich diesen Style nicht so toll finde und auch fürs Regal nicht so toll finde. Diese Figur habe ich mir nicht freiwillig beschafft, sondern die gute Franzi, die Franz Zelda, die hat mir an der Stelle den einfach mal mitgebracht, weil die im Blue Bricks Laden war und sich gedacht hat, der freut sich bestimmt, wenn er ein paar Klemmbausteine baut. Und ich glaube, der hat das noch nicht im Regal. Stimmte, habe ja auch gleich gesagt, naja, ich habe mich eigentlich dagegen entschieden, weil... Aber gut, ich baue das mal. Mal gucken, wie das so ist. Naja, es ist nicht bei einer Figur geblieben. Es ist vielleicht noch eine andere dazugekommen. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal straight in den Review-Part und dann seht ihr, ob da noch eine Figur dazugekommen ist oder nicht. Aus einer Figur wurden 5. Bisher. 2 weitere sollen auch noch in die Sammlung kommen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wieso? Wenn da erst kein Interesse bestand, wieso sind es jetzt 5 und sollen noch mehr werden? Ja, also wir werden uns natürlich gleich die Figuren anschauen und es gibt gleich die Review. Entsprechend werdet ihr erfahren, was mir daran so gut gefällt. Aber am besten gefällt mir neben der wirklich sehr guten Optik von den Brick Buddies, dass die wunderbar eine Ergänzung sind für die vorhandenen Sets von Blue Bricks. Mittlerweile habe ich natürlich 1, 2, 3, 5, 10 Regale, wo die Raumschiffe von Blue Bricks drin stehen. Und wenn so eine Enterprise 1701D und eine Stargazer da stehen, dann passt so ein Captain Picard echt gut dazwischen. Und ich habe tatsächlich auch schon Minifiguren, diese Mock-Minifiguren, die so dazwischen stehen, aber die sehen super an den Shuttles zum Beispiel aus. Zwischen den Raumschiffen sind die sehr, sehr klein, kommen nicht richtig zur Geltung. Aber die Brick-Buddy-Größe, die sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Man erkennt es sofort, man weiß sofort, okay, das ist jetzt ein Next-Generation-Regal. Die Idee ist dann, da vorne steht der Cisco an der Deep Space Nine. Das ist also das Deep Space Nine Regal. Also die passen halt unglaublich gut in die Raumschiffregale rein. Und das macht mir große Freude. Wie gesagt, wir werden darauf nochmal detailliert auf jeden Fall eingehen. Und ihr kriegt es schon mit, das sind 7 Brick Buddies, die in meiner Sammlung sind. Aber es gibt eben noch mehr, die ich mir aus bestimmten Gründen nicht holen werde. Ich gehe gleich mal kurz drauf ein. Aber das ist ja immer alles so ein bisschen Geschmackssache letzten Endes. Die Brick Buddies, die es noch gibt, die jetzt hier nicht stehen, die blende ich euch auf jeden Fall einmal ein, zusammen mit den Set-Nummern. Und dann könnt ihr euch auch einmal kurz ein Bild machen, wie die ausschauen und ob die was für euch sind. Es gibt unter anderem noch Q und 7 of 9. Die sind überhaupt nicht schlecht, aber ich muss ehrlich sagen, Q in seiner Richterrobe,
muss nicht sein unbedingt. Ist zwar ikonisch, aber für mich irgendwie nicht ikonisch genug. Und Seven of Nine finde ich echt missglückt in der Optik, was sicherlich auch daran liegt, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist, sie halt als Brick Buddy darzustellen, diesem kantigen Design. Ne? Die ist zwar als Person sehr markant, die Jeri Ryan, aber ich glaube, die körperlichen Attribute und auch die Optik der Figur sind nicht so markant, dass man die so gut in einer quadratischen Form darstellen kann. Finde ich schwierig, finde ich nicht ganz so. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal ins Eingemachte. Wir schauen uns mal die Zahlen, Daten, Fakten zu den Brick Buddies an. Oh, was ist das denn? Ich empfange da gerade interessante Werte von dir. Moment, ich scanne dich mal einmal durch. Ah ja, okay, also hier steht, dass du Nerd bist und dass du nicht nur Klemmbausteine magst, sondern auch Gaming. Dann habe ich die richtige Medizin auf diesem Kanal, denn hier gibt es Reviews zu Klemmbausteinen und zum Thema Gaming, auch natürlich Sammlungsvideos, alles, was uns Nerds so Spaß macht. Und wenn du Bock hast, das weiter zu sehen und du an Spaß hast, dann vergiss bitte nicht, einen Daumen nach oben für dieses Video zu geben. Dann pushst du den Kanal und supportest mich und dann geht es immer weiter damit. Aber hinterlass auf jeden Fall auch gerne ein kostenfreies Abo, dann bist du mit in der Bande und wir werden noch in Galaxien aufbrechen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Ja, die Zahlen, Daten, Fakten zu den Brick Buddies ist tatsächlich spannend. Denn es ist, glaube ich, offenkundig, dass die Brick Buddies das Pendant von Blue Bricks sind zu Legos Brick Heads. Und die wiederum haben es den Funko Pop Figuren nachempfunden. Worum geht es bei dieser Art von Figur? Es geht darum, in einer sehr markanten Optik Figuren aus bekannten Franchises darzustellen. Kennt ihr vielleicht schon von den Badeenten? Die sehen dann aus wie in Herr der Ringe oder in Star Wars. Wie gesagt, Funko-Pop-Figuren sind, glaube ich, die Ursprünge, würde ich jetzt mal behaupten. Und da ist es in der Regel so kleiner Körper, insgesamt sehr kleine, schmale Figur, übergroßer Kopf. Das ist so das Merkmal hier. Und bei den Brick Heads und Brick Buddies ist auch eine gewisse Betonung auf den Kopf. Sieht man auch hier tatsächlich, dass der Kopf sehr, sehr hervorsticht im Verhältnis zum Körper. Aber in jedem Fall ist es eine wiedererkennbare Form. Alle Figuren haben die gleiche Abmessung, Höhe, Breite. Aber ich sag mal, die Merkmale des Charakters stechen dann entsprechend hervor und machen dann die Optik der Originalfigur aus. Das ist so ein bisschen der Spaß, der mit diesen Pop-Head- oder Funko-Pop-ähnlichen Figuren gemacht wird letztendlich. Und bei den Brickheads von Lego ist es so, dass die ja zum Beispiel ein eigenes Logo haben. Das heißt, wenn ich im Regal gucke, klar sehe ich natürlich den Brickhead auch sofort, aber letztendlich sehe ich auch das Brickhead-Logo und erkenne, das ist jetzt die Serie oder das Format von Lego. Das ist jetzt hier nicht so. Das heißt, diese Modelle heißen nicht Blue Bricks Pro Star Trek Universe Brick Buddy und dann der Name, sondern tatsächlich haben die Sets die Bezeichnung der Figur. Das heißt, wir kaufen keinen Brick Buddy in der Form. Ich nehme jetzt einfach mal den Cisco hier oben ab. Da seht ihr es nämlich an der Verpackung. Wir kaufen nicht den Brick Buddy Cisco, sondern wir kaufen tatsächlich das Set Cisco. Ja, das ist, finde ich, ganz spannend. Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass das Brick Heads Logo patentiert ist. Und dass es schon viel Patentstreite auch um dieses Logo, Patentstreits auch um dieses Logo gab. Ja, und ich denke, das sollte hier einfach vermieden werden. Aber für euch halt interessant, wenn ihr das Set sucht und gerade die Setnummer nicht habt, ihr sucht nicht Brick Buddy. Ihr werdet den Begriff auch so gar nicht finden, auch wenn Blue Bricks sie so bezeichnet, sondern ihr findet Cisco, Spock, Worf, Picard, Quark. In dem Falle bei den Figuren, die ich jetzt hier habe. Das heißt, wir haben auch tatsächlich immer nur einen Namen. Ich würde also vermuten, bei Captain Janeway wäre es Janeway. Ne? Das ist so ein bisschen die Art, wie das gestaltet ist. Und dann, damit ihr es im Regal findet, dachte ich, erwähne ich es mal einmal an dieser Stelle. Ja, und wir haben hier verschiedenste Sets mit verschiedenen Setnummern. Ich möchte euch sowohl von den Brick Buddies wie auch von den anderen einmal eine Gesamtübersicht einblenden. Da seht ihr die Setnummer und die Bezeichnung und könnt dann da entsprechend euch die Informationen rausziehen, die ihr braucht. Genau, die Sets haben eine unterschiedliche Größe. Das kleinste Set von denen, die ich jetzt hier habe, hat 187 Bausteine. Das ist der Cisco. Und das größte Set, was ich hier stehen habe, hat 257 Bausteine. Das ist für Worf.
je detaillierter, sage ich mal, die Figur wird in ihrer markanten Optik, desto mehr Bausteine sind es. Aber man kann sagen, im Durchschnitt sind das so 200 Bausteine. Entsprechend variiert der Preis. Manche Brick Buddies sind für 12,95 Euro zu kriegen, manche für 14,95 Euro. Tatsächlich pendelt sich ja da aber der Bausteinpreis bei ungefähr im günstigsten Fall 5,8 Cent, im teuersten Fall 7,2 Cent, also ungefähr bei 6,5 Cent pendelt sich das ein. Also 200 Steine und 6,5 Cent ist so das, was ich im Querschnitt jetzt hier ausrechnen würde. Und im teuersten Fall kostet so ein Brick Buddy 15 Euro. Das ist natürlich ein netter Mitnehmpreis, ne? Und genauso ist es auch bei mir, deswegen steht hier auch Data und Kirk noch nicht, weil die sind in unserem Bluebricks-Laden nicht da, die sind irgendwie immer ausverkauft. Am Anfang sagte mir die Verkäuferin, ist der Picard viel weg gewesen, jetzt ist es wohl Kirk und Data und ich warte da einfach drauf. Ne? Ich gehe gerne mal zwischendurch ein bisschen shoppen, dann sind wir unterwegs und wenn man in dem Laden ist und sieht die Figur, nimmt man sie mit, spart man sich die Versandkosten. Finde ich ganz schön, ist halt so ein schöner Mitnehmpreis, man gönnt sich mal eine Kleinigkeit, ohne dass man gleich den ganzen Geldbeutel ausleeren muss. Und das finde ich schon mal ziemlich cool an den Figuren, halten wir das mal fest an der Stelle. Ja, und ich nehme mal als Beispiel den Cisco und zeige euch mal die Verpackung. Die sind im typischen Star Trek Universe Bluebricks Pro Design. Das heißt, also wir haben vorne den Brick Buddy drauf und da die auch erst in Welle 5 entstanden sind, ist der auch hier reflektierend, wie ihr seht. Sieht natürlich wie immer hübsch aus. Ihr seht halt, wie das Set heißt. Cisco heißt es und hier ist die Set Nummer 105703 aus der Serie Deep Space Nine. Das steht hier auch drauf. Ansonsten auf der Rückseite habt ihr wieder vorne und hinten in dem Falle den Brick Buddy abgedruckt und es steht drauf mit bedruckten Elementen. Ja, tatsächlich. Und das werden wir auch gleich beim Let's Show und auch in der Review thematisieren. Ansonsten auch wieder Logo von der Serie. Und ihr seht auch nochmal die Ära oder die Serie oben dargestellt an dem Raumschiff. Es ist wirklich eine typische Bluebricks-Packung, nur in unfassbar klein. Die Packungen sind halt unfassbar klein. Das ist ganz niedlich, wenn man sonst hier diese riesigen Raumschiffe vor sich stehen hat. Und so sind die letztendlich auch alle einfach gestaltet. Was mir hier auffällt, ist, dass wir tatsächlich die Maße an einer Figur bemessen haben. Ne? Also sprich an einem Foto, sonst haben wir mehrere Fotos, wo die Maße bemessen sind. 5,4 mal 5,6 mal 13,1 ist jetzt hier zum Beispiel der Cisco. Jetzt muss ich sagen, ich bereite mich ja immer vor, aber ich habe jetzt die Maße nicht 1:1 verglichen. Bei dem Spock zum Beispiel stehen interessanterweise keine Maße drauf. bei dem Quark dann doch schon wieder. Das gucken wir uns mal eben an. Der Quark hat 8,3 in der Breite, 5,4 hat Cisco nur. Das sind die Ohren wahrscheinlich. 5,6 in der Länge. Das sind hier 7 und 13,1 in der Höhe. Okay, also die Höhe 13,1 ist auf jeden Fall gleich. In den unteren Ausmaßen können sie schon mal breiter ausfallen, je nachdem. Ja, das ist erstmal im Allgemeinen Zahlen, Daten, Fakten zu den Sets und ich freue mich schon, euch die Figuren ein bisschen näher zu bringen. Jetzt kommt das Let's Show. Kleiner Einschub aus dem Cut sozusagen, also im Nachgang nochmal aufgenommen für euch. Ich habe ganz vergessen, euch die Anleitung zu zeigen. Die Anleitung von Bluebricks ist tatsächlich auch in dem Falle genauso gestaltet wie bei den Raumschiffen. Wir haben die Vorder- und die Rückseite der Packung auf der Anleitung abgebildet. Ich hätte erwartet bei den kleineren Figuren, dass vielleicht wie bei den kleineren Raumschiffen am Anfang so eine Art Faltblatt dabei ist. Da ist aber scheinbar Bluebricks völlig von abgekommen, denn auch bei den kleinen Raumschiffen war kein Faltblatt mehr dabei, sondern eben ein richtiges Heftchen, ne, ist hier zusammengeklammert. Und die sind so ein bisschen eingerollt in der Packung, weil die ansonsten gar nicht reinpassen. Das hat zur Folge, dass sie so ein bisschen gebogen sind. Das ist ein bisschen schade, aber wie will man es sonst machen, ne? Ansonsten ist bei der Anleitung alles wie immer bei Bluebricks. Der aktuelle Stein, der gebaut werden muss, ist in Vollfarbe und der Rest ist entsättigt, was schon gebaut wurde. Und dadurch hat man eine super Übersicht. Das macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ne? Hier arbeitet man in der Anleitung auch sehr viel, sehr kleinteilig. Da ist es halt überhaupt nicht verwunderlich, wenn man solche Schritte immer hier baut. Und das ist eben so ein bisschen auch das, was natürlich auch zwischendurch mal auffällt. Ne? Aber prinzipiell ist das Ganze relativ schlicht und schnell erledigt und schön dargestellt. Und auch hier die Anleitung sehr empfehlenswert. Und ich befürworte und beglückwünsche Bluebricks zu der Entscheidung, hier kein Faltblatt mehr zu haben, sondern ein Heftchen. Finde ich richtig klasse. Ja, so viel dazu. Und jetzt geht's weiter im Text. Let's Show. Ich sag das mal so. Die Figuren, die Brick Buddies, schreien danach, dass sie in der Nahaufnahme auf dem Drehteller in der Whitebox euch gezeigt werden. Werdet ihr auch gleich schon sehr schnell sehen, aber wir machen das wie in jedem Let's Show. Ich zeige euch auch die Figuren direkt in die Kamera und
zeige so ein bisschen mit dem Finger drauf, im wahrsten Sinne des Wortes, was mir da besonders gut gefällt oder eben nicht so gut gefällt, worauf man achten kann. Werde aber im weiteren Verlauf des Let's Shows auf jeden Fall auch die Whitebox-Aufnahmen euch einblenden, damit ihr auch einen genauen Blick auf das Set werfen könnt. So, ich habe sie hier mal aufgestellt in der Reihenfolge, wie ich sie auch tatsächlich gebaut habe. Sisko und Spock sind noch nicht am Start, aber ich sag mal, wenn ich mir so markante Merkmale mal anschaue, die Uniform von Sisko ist, glaube ich, vergleichbar mit der von Captain Picard und Worf. Was hier beim Sisko interessant ist, ist natürlich der Bart. Den Bart hat Worf allerdings auch in ähnlicher Form, sagen wir es mal so. Und von daher ist die Figur von dem Anspruch her, von der Gestaltung her sehr ähnlich. Was bei dem Spock noch ganz spannend ist, der hat hier so einen Tricorder an der Seite. Da bin ich mal gespannt, wie der so gemacht ist. Scheint mit einer Schnur zu sein. Aber ist auch so ein bisschen vergleichbar mit Mr. Worfs Schärpe. Ne? Genau. Wenn die gebaut sind, ich gebe euch sicherlich auf Instagram zum Beispiel mal Feedback. Wenn ihr ein bisschen mehr mitbekommen wollt als das, was in YouTube oder in Twitch passiert, könnt ihr auf Instagram auch gerne mal folgen. Ich halte euch da gerne auf den Laufenden. Nur ein weiteres Video würde ich zumindest zu den Brick Buddies jetzt nicht machen, weil die vergleichbar sind mit den anderen. Ja, und wir fangen mal einmal mit Captain Picard an. Ich sag gleich, dass ich alle Brick Buddies zusammen in einem Video genommen habe, hat einfach damit zu tun, dass sie alle vergleichbar sind. Ne? Ich glaube, wir haben einen ganz guten Querschnitt mit Picard, Worf und Quark, weil Quark wie auch Worf bestimmte Design-Ansprüche haben, die bei Picard zum Beispiel oder auch bei Data nicht gegeben sind. Und dadurch haben wir hier auch nochmal Brick Buddies, die so ein bisschen anders sind als so ein Standard-Brick Buddy. Und der Standard-Brick-Buddy, sag ich mal, ist jetzt stellvertretenderweise Captain Picard. Ich zeichne euch mal wirklich direkt aus der Nähe. Wir haben hier unten die Plakette, die natürlich bedruckt ist, wo wir das Logo der Serie draufsteht und der Name. Der Name aber auch nicht vollständig. Man hätte jetzt denken können, okay, auf der Packung so, aber vielleicht steht hier der vollständige Name drauf. Captain Jean-Luc Picard. Ja, haben sie nicht gemacht. Also steht da wirklich nur dieses eine Wort drauf. Wie findet ihr das? Man hätte hier vielleicht doch das Schild ein bisschen ausfüllen können, aber es hätte eventuell unter Umständen das Schild auch besprengt. Vielleicht auch deswegen, weil viel Platz ist hier unten an dem Sockel halt nun mal nicht. Ne? Rein prinzipiell könnte man jetzt die Figur abnehmen. Die Schuhe heften da nur noch dran. Aber sonst kann man die Figur auch so abnehmen. Die Schuhe könnt ihr natürlich jetzt auch noch abmachen und könnte Picard auch zum Spielen nehmen. Wir sind hier gleich schon bei einer kleinen Schwäche von dem Set, denn wenn ich, sag ich mal, das Set so halte und ein bisschen wackel, fällt der Picard sehr schnell ab. Entweder die Beine oder die Füße. Die Klemmkraft ist zwar völlig ausreichend, aber der Kopf, der große, große Kopf, ist immer so schwer, dass sich meistens hier unten das abhebelt. Seht ihr auch schon so, ich brauche nicht viel tun. Und dann habe ich zwei Teile in der Hand, bin ich irgendwie in der Höhe und versuche gerade die Figur so durch die Gegend zu tragen, macht es klack, peng. Alles auf dem Boden kaputt. Muss man ein bisschen darauf achten. Man sollte sie also an den übergroßen Kopf halten und dann sind wir auch auf Nummer sicher. Klemmen tut hier alles gut. Stabil ist es auch. Man kann ihn auch gut in die Hand nehmen. Ich kann ihn euch gut zeigen. Es ist alles in Ordnung mit der Figur. Nur eben die Beine sind die große, große Schwäche. Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie optimieren kann. Bin ich jetzt auch nicht kreativ genug, um zu sagen, wie man das optimieren kann. Aber gut. Werden wir sehen. Würde mich interessieren, ob ihr kreativ genug seid und sagt, okay, nee, da habe ich eine Idee. Ja, mit bedruckten Elementen steht auf der Packung. Guckt es euch bitte an. Und guckt es jetzt euch vor allen Dingen auch in der Nahaufnahme an. Der Kommunikator auf der Brust. Die Rank-Pins, die hier oben auf der Platte, es ist eine normale Lego-Platte, in flach sozusagen, abgedruckt sind. Und auch hier unten der die Form der Uniform, ne, ist ja unten entsprechend so ein Einschnitt, zumindest optisch. Und das ist, da wurde auch dran gedacht. Und durch die schwarzen Steine und eben diesen Einschnitt hier sieht das halt so aus wie die Uniform. Zumindest von Weitem. Wenn ihr das jetzt auf dem Drehteller zum Beispiel seht, von ganz von nahem, ich mache das jetzt mal ab. Ihr seht das jetzt wahrscheinlich gerade sowieso. Aber ich demontiere hier den Captain Picard mal einmal. So. Wenn ich den Klemmbaustein euch mal einmal hier ins Bild halte, da ist tatsächlich unten noch ein bisschen rot. Das ist schade. Das hätte, ich weiß nicht, ob das vom Druck her nicht möglich ist, aber das hätte man im Bestfalle auch noch überdrucken sollen, so dass es wirklich komplett schwarz ist. Das wäre hier angebracht gewesen. Dann sieht das aus der Nähe auch besser aus, weil wenn man aus der Nähe guckt, hat man eben immer noch so einen kleinen Rotstreifen. Ist nicht sonderlich schlimm, ist Jammern auf ganz hohem Niveau.
aber hätte man noch optimieren können. Hätte mir gut gefallen, sagen wir es mal so. Ansonsten süß gemacht, die Figur insgesamt sehr grob. Was mir beim Picard sehr gut gefällt, sind, wie die Haare gelungen ist, dass dieser Kranz mit diesen Klemmbausteinen halt umgesetzt wurde. Ja, ich finde auch den Blick sehr gelungen. Klemmbausteine Radioactive moniert immer, dass das schwarze Noppi-Augen sind. Ja, wahrscheinlich wäre das mit so einer mit so einer Iris sozusagen, beziehungsweise mit so einem Pünktchen hier noch drin, sehe das wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen schöner aus. Aber ich finde es okay, weil wenn die so im Regal stehen, die entfalten ihre Wirkung. Und hier der kleine Phaser, der ist auch ganz süß irgendwie. Ich weiß nicht, ob der charakteristisch für Captain Picard ist. Phaser haben leider viele Brick Buddies in der Hand, aber bei Captain Picard, so kennen wir ihn von einigen Produktshots auch oder von einigen Set-Shots, womit Werbung gemacht wurde, passt, ne? Ja, das, und die, ich sag mal, die Brick Buddies, die wiederholen sich jetzt in der Form her, von hinten passt das auch, also das zieht sich durch. Man könnte den auch nehmen und einfach, ja, mal so typisch von hinten zeigen, dann wissen wir auch gleich, okay, das ist Captain Picard, das sieht man sofort. Schön auch, dass sie den Picard aus The Next Generation genommen haben, weil das hier ist die ikonische Uniform, ne? So, man könnte jetzt theoretisch noch Brick Buddies rausbringen aus Star Trek Picard oder halt in dieser Uniform hier. Mal ganz nebenbei für euch, die Uniform, die ich gerade trage, trägt hier unter anderem auch Captain Sisko, ne? Dass er einfach mal so einen Blick dafür hat, wie das so aussieht. Und es sieht halt schon cool aus, ne? Also wenn ihr das mal vergleicht hier, es ist schon unglaublich schön geworden halt, ne? Und wir machen weiter mit Lieutenant Worf. Es gab einen kleinen Schnitt, denn ich habe Worf mal von seiner Schärpe befreit, die hier tatsächlich bei der Figur auch ein ziemlicher Hingucker ist. Ich zeige euch erstmal die Figur nochmal so. Und wenn ihr euch die Figur jetzt im Verhältnis zu Captain Picard anguckt, dann seht ihr vielleicht gerade bei dieser gelben Farbe jetzt auch das Thema unten mit der Uniform, ne? Das Gelb hier unten, diesen Streifen, sieht man und der ist in der Originaluniform nicht da. Es ist wahrscheinlich technisch zu aufwendig, nehme ich mal an, aber es ist halt schade, bei dieser grellen Farbe sieht man es gut. Bei Worf ist es auch nicht so schlimm, weil er hat hier komplett die Schärpe drüber, das sieht man sonst nicht, ne? Man hat übrigens auch die freie Wahl, Worf von der Schärpe zu befreien und sieht halt so aus, ne? Er hat ansonsten die gleichen Drucke, Communicator-Pin hier an der Seite. Bei dem Communicator-Pin, die Farben sind fast identisch. Weiß nicht, ob man da noch eine andere Farbe hätte wählen können, aber auch jammern auf hohem Niveau, ne? Wir haben die Rank-Pins wieder hier oben, hier ist der Lieutenant passenderweise. Und was bei der Figur markant ist, ich mach mal eben hier kurz sein Buttlet ab und seine Hand. Hier sind an der Seite zwei so Streben und da wird die Schärpe drauf gehalten halt. Ansonsten, das Buttlet ist auch voll niedlich, ne? Da haben wir einfach nur zwei so Spitzen und so ein Lichtschwert Aufsatz, wenn man so will. Und das ist Worf. Hier ist natürlich die Herausforderung gewesen, seine markante Optik hinzubekommen. Und wow, ist die gelungen! die Augen sind immer gleich, ne? Aber wir haben ja auch die starken Augenbrauen, den starken Schnurrbart und den starken Bart. Das sieht total irre aus, finde ich. Und was ich vor allen Dingen richtig krass finde, da seht ihr auf dem Drehteller wahrscheinlich auch am besten, ist einfach die Frisur, die langen Haare. Wie kriegt man das denn bitte so hin? Das ist ja irre. So viel Einfallsreichtum hätte ich, wie gesagt, nicht. Und wie gesagt, auch hier Star Trek The Next Generation, Worf. Den hätte man auch noch in der Deep Space Nine Variante haben können. Sogar in zwei verschiedenen Uniformen, beziehungsweise in der Filmvariante. Da trägt er nämlich auch diese Uniform hier. Und man könnte ihn, und das würde ich interessant finden, in der Star Trek Picard Variante noch zeigen. Wird uns wahrscheinlich vorenthalten bleiben, weil Brubix nur Lizenzen bis Star Trek Enterprise hat. Danach nicht mehr, aber vielleicht ändert sich das ja noch. Das ist Mr. Worf. So, und die Schärpe, das ist ein Thema, was wir auch aussprechen müssen. Die sieht so aus. Das ist wie beim Panzer, sind das so kleine Glieder. Und die muss man zusammensetzen. 26 Stück an der Zahl müssen hier zusammengesetzt werden. Und die bindet man tatsächlich Worf dann einfach nur so rum. Ich zeige euch das nochmal. So, für euch war es nur ein Schnitt. Stellt euch die Einblendung vor, 5,5 Stunden später, denn die Schärpe anlegen ist nicht so leicht. Es sind 26 Bausteine, die man hier ineinander steckt. Ich habe tatsächlich nur 23, glaube ich, verbaut. Und dann hängt die Schärpe hier immer noch relativ locker runter. Ich hatte tatsächlich vorher schon mal noch ein Element rausgenommen, da hat das gepasst. Ich denke, so passt es auf jeden Fall. Aber in jedem Fall sind es nicht alle 26 Elemente, die ich hier sozusagen bei der Schärpe verbaue. Und dann liegt die so locker um sozusagen. Finde ich schon ziemlich geil, die Idee. Und ich schätze mal, so wird es mit dem Tricorder dann von Spock auch sein. Ja, ich habe nicht nachgezählt. Es kann sein, dass natürlich auch Ersatzteile von diesem Element dabei sind.
Erzählt mir mal, ob ihr alle Elemente verbaut habt. Weil wenn ihr wirklich alle verbaut, wie gesagt, drei so Kettenglieder habe ich noch, dann hängt die komplett runter. Ne? Also so sieht sie zumindest immer noch gut aus, sage ich jetzt mal. Ja, und dann haben wir jetzt noch als letzten Schritt Quark. Und der ist uneingeschränkt einer der besten Brick Buddies und ich sag mal einer der besten Brick Hats, Funko Pops, was immer ihr an diesen Figuren findet oder welche Figuren ihr auch immer gut findet, sage ich jetzt mal. Denn ich finde, es ist unfassbar, wie gut die Optik von dem guten Quark getroffen wurde. Erstmal schaut euch bitte Ferengi-Ohren aus Klemmbausteinen an. Die Idee, also hier, genutzt wurde hier tatsächlich so ein normales, kann ich das rausnehmen? Ich versuch's mal. Ja, so ein normales Brick-Build-System hier. Also hier oben wurde halt so eine Verzierung gemacht und an der Seite ist tatsächlich hier so ein bewegliches Element dran und da wird dann sozusagen das Ohr aufgesteckt. So, Nase nicht demontieren. Da wird das Ohr aufgesteckt und dann wäre das so abstehend und dann faltet man das durch diese Bewegungstechnik einfach zusammen und dann haben wir halt so einen 3D-Effekt von diesen Ohren sozusagen. Wenn man nah rangeht, sieht das komisch aus. Nah ran geht man meistens so in der Form nicht und so schlimm ist es auch nicht, sage ich mal. Es sieht halt echt cool aus. Es ist eine unfassbar kreative Idee, diese Ohren darzustellen. Genauso die vorgewölbte Stirn, die hier vorne eben mit so einem runden Baustein ermöglicht wurde. Auch seine leicht rot unterlaufenden Augen wurden berücksichtigt. Die kann man ja auch gut erkennen. Und auch die Kopfform. Also wow, habt ihr da Mühe und Arbeit reingesteckt. Liebe ich total. Ich liebe auch seine Kleidung, die 1:1 hinkommt. Insbesondere ich als Telekom-Botschafter mag natürlich die Magenta-Farbe. Ich nehme jetzt mal die untere Kachel, nehme ich mal einmal weg. Die hier auch. Darunter ist ein Stein mit Magenta-Farbe hier unten. Das sieht man richtig toll. Und eben, wir sehen es hier gerade anhand dieser Dreiecksplättchen, die ich jetzt natürlich mal wieder richtig montieren muss. So ist falsch. So hat er auch seinen Umhang, seinen typischen, ne? Wenn ich jetzt mal so rumdrehe, das ist ja mal so eine Anzugjacke, die so ein bisschen umhangmäßig ist. Und auch das wird hier halt richtig dargestellt. Richtig cool. Und natürlich das Tablett, was er in der Hand hält, mit den drei Getränken. Saurianischer Brandy und weiß nicht, was da noch so serviert wird. Das ist im Grunde ein Pokal und auch so Lichtschwertdinger. Aber in jedem Fall sieht das irre aus. Seine kleinen Zähne, also ganz ehrlich, wow. Das ist einfach Quark. Ne? In dem Falle Star Trek Deep Space Nine ist auch das entsprechende Logo drauf. So sieht das aus. Genau. Das ist die Optik der Brick Buddies und ich muss sagen, ich für mich finde die sehr viel schöner und sehr viel interessanter als die Brick Hats. Deswegen haben die mich auch catchen können. Tatsächlich Brick Hats habe ich auch hier im Vergleich. Kann ich euch mal kurz zeigen. So, ich habe euch da einmal das Harry Potter Franchise mitgebracht und wir fangen mal an mit Hagrid. Ne? Hagrid haben wir hier bei den Brick Hats. Da gibt es tatsächlich Punkte im Auge. Kann natürlich sein, dass das deswegen auch so ein bisschen verhindert wurde. Und nicht nur Hagrid, sondern auch Seidenschnabel haben wir hier, also auch ein Tier tatsächlich. Wäre mal interessant, ob Tiere auch nochmal entsprechend dargestellt werden können. Und ja, wir können ja einfach mal die Figuren direkt miteinander vergleichen. Wir haben bei Lego tatsächlich nur eine Platte, wo er drauf steht. Das ist eine Sonderfigur. Ich weiß tatsächlich auch nicht, ob das repräsentativ ist. Ich glaube, normalerweise stehen die auf gar keiner Platte. Wir haben nämlich noch einen Batman da und der steht nicht auf einer Platte. Ja, also das ist schon mal bei den Figuren anders und die sind auch deutlich kleiner, ne, muss man sagen. Und die Proportionen sind insgesamt kantig, während das hier tatsächlich maßgeblich der Kopf ist. Hier ist also die ganze Bauform ist so ein bisschen kantig. Ja, gut, das sind so die wesentlichen Unterschiede. Müsst ihr mal selber bewerten. Wenn wir die beiden jetzt mal nebeneinander setzen, das ist Hagrid, das ist Captain Picard. Wen findet ihr pfiffiger und aufwendiger und schöner? Muss jeder für sich bewerten, wie gesagt. Aber ich denke, Blue Bricks ist nach wie vor eine willkommene Konkurrenz für Lego auf jeden Fall. So, genug davon. Wir kommen zur Review. Ich will das nochmal sagen. Nach wie vor, wenn ich das Video auch selber gucke, wundere ich mich, dass ich tatsächlich hier sitze und eine Blue Bricks Pro Brick Buddy Review mache und dass hier tatsächlich auch 5 Figuren stehen. Ich hätte vorher gesagt, als Kooperation vielleicht, aber sonst niemals, weil ich diese ganze Pop-Hat-Geschichte
und Brick Buddy, Brickheads Geschichten gar nicht so spannend finde halt, ne? Aber hier hat es mich gecatcht und deswegen ist auch schon mal klar, dass wir positiv rauskommen am Ende, ne? Trotzdem Pro und Contra kann man hier ganz klar sagen. Also ein ganz deutliches Pro für das wirklich gelungene Design. Selbst bei Figuren wie Mr. Spock, der jetzt nicht ganz so markant ist, klappt das durch die Art der Gestaltung, durch die aufwendigen Drucke, durch die Stilechtheit, die hier reingelegt wird, das zu erkennen. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Captain Kirk. Möchte ich noch haben, aber wenn man Kirk nicht kennt, denkt man sich, es ist irgendein Mensch mit Haaren. So, relativ schlechte Figur, könnte man sagen, weil auch einfach Kirk wiederum nicht so markant ist an der Stelle. Klar, der Schauspieler William Shatner ist total markant. Auch Jerry Ryan als Seven of Nine ist total markant. Aber die Menschen selber sind zwar schön und eindeutig identifizierbar, sage ich jetzt mal, liegt im Auge des Betrachters, aber eindeutig identifizierbar auf jeden Fall, aber eben nicht, wenn man irgendwie Merkmale hervorheben möchte. Bei Spock klappt das noch durch die Ohren und die Augenbrauen, bei Kirk klappt das nicht mehr so gut. Aber weil halt der Rest stimmt, weil das Abzeichen so wunderbar gedruckt ist. Ne? Das ist auch eine Sache, die ich bei der Figur schon mal hervorheben kann, wenn ihr mal schaut, wie schön das Abzeichen ist, auch dass es so leicht schimmernd ist. Dadurch, dass der Star Trek-Look so 100% getroffen ist, erkennt man die Figuren ganz großartig. Und selbst einen Kirk erkennt man dadurch sehr gut. Und das ist ein ganz klares Pro. Eine super Wiedererkennung und damit auch ein ganz klares Pro. Eine perfekte Ergänzung für jede Bluebricks Star Trek Universe Sammlung. Und das war nämlich genau das Ding. Ich habe diese Figur bekommen, ich habe sie natürlich gebaut, weil ich dachte, na klar, wenn du es mal geschenkt bekommst, schöne Sache. Dann stand er da und ich dachte, wow, das ist Captain Picard. Und dann habe ich den neben die Enterprise D gestellt, ja? Und dann kam die Wishlist. Aber gekauft habe ich ihn letztendlich im Laden tatsächlich und würde ich auch weiterhin tun. Aber ich bin Fan davon geworden, weil halt einfach diese Optik so brillant ist an dieser Stelle. Und selbst herausfordernde Geschichten wie der Ferengi gelingen. Also da nochmal ganz klares Plus, ein ausgesprochenes Pro wirklich für die Liebe zum Design und dann letztendlich die Wirkung der Figur auch. Bin ich sehr, sehr erstaunt. Der nächste Faktor ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn bei Lego-Sets das Thema Preis-Leistungs-Verhältnis kommt, dann sitzen da alle schon vorm Bildschirm und freuen sich auf die diffamierenden Worte. Ist nicht die Regel, es gibt auch Lego-Modelle, die ihren Preis wert sind, aber tatsächlich ist da der Preis immer extrem hoch aufgehangen. Und dann, wenn es um Lizenzen geht, also wenn das jetzt Lego Star Wars wäre, hätten wir halt eben nicht maximal 7 Cent pro Stein. Dann wären wir bei 12 Cent ungefähr. Wenn es günstig ist, vielleicht bei 11 Cent oder teurer. Lego Mario sind schon mal 17 Cent pro Stein gewesen. Ne? Das sind so Lego-Preise und dann würden solche Brick Buddies überhaupt keinen Spaß machen. Muss man einfach mal sagen. Aber 15 Euro maximal ist ein richtig schöner Preis, weil das ist so ein Ding, ich habe noch so 10, 15 Euro in der Tasche. Immer irgendwie. Und wenn man sich da mal was Gutes tun möchte, dann nehme ich mir halt einen Brick Buddy mit. Passt super ins Portfolio von Bluebricks, nicht nur was diese Preisgestaltung betrifft, sondern auch, dass man einfach so ein Stück Star Trek hat, was Schönes hat, was man auch sich zusätzlich in die Regale stellen kann. Passt einfach gut ins Portfolio, finde ich sehr gekonnt an der Stelle. Und man bekommt auch was dafür. Es sind eben auch schöne Steine, nicht, dass man die jetzt ausschlachten wollen würde, aber es sind halt trotzdem schöne Steine, die man auch dahingehend verwenden kann. Und ja, die entfalten ihre Wirkung. Ist einfach ein sehr gekonntes Set, was das betrifft. Bauspaß ist auch da. Tatsächlich, wenn man jetzt ein paar Brick Buddies baut, dann hat man natürlich immer, ich sag mal, den Teil hier, der ist immer gleich. Ne? Hat mal andere Farben. Das hier ist jetzt grau. Ich glaube, bei irgendeinem Brick Buddy war das mal so ein bisschen anders gefärbt. Naja, gut, okay. Oder auch die Hose ist jetzt in dem Fall mal blau. Aber ich sag mal, die ganzen Beine, die ganze Beinpartie, man könnte im Grunde auch noch hier die Beine nehmen. Das ist immer das Gleiche. Ne? Das ist wirklich immer das Gleiche. Das wird dann irgendwann beim, sag ich mal, fünften, sechsten Brick Buddy in Folge langweilig, aber der Rest, sage ich jetzt mal, gerade auch hier die Jacke zum Beispiel von Quark, das ist halt nicht so wie bei Captain Picard die Uniform halt. So, daher auch schön, dass eben nicht nur die Sternflottenoffiziere genommen werden, sondern auch mal Aliens. Überhaupt, es darf mehr Aliens geben. Wir alle lieben unsere Aliens. Ich würde mich freuen über einen Gul Dukat als Brick Buddy.
Raumschiffe übrigens auch. Also da kann Bluebricks ruhig die Sternenflotte ein bisschen verlassen. Wir haben da eigentlich relativ viel Sternenflotte bekommen, finde ich. Was meint ihr? Sagt es mal in den Kommentaren. Also von daher, das ist alles wunderbar. Und so ein Set braucht so eine halbe Stunde, sage ich jetzt mal. Wenn man sich Zeit lässt, vielleicht 45 Minuten. Ist also auch für 15 Euro total schick. So, Contra. Gibt es wirklich nicht viel, aber eine Sache müssen wir im Contra erwähnen. Und das ist halt hier dieser Brechpunkt, Sollbruchstelle, will ich fast sagen. Das liegt natürlich an der Konstruktion, an dem übergroßen Kopf, dass der so schwer ist, dass es hier bricht. Ich weiß auch nicht, ob und wie man das verbessern kann. Man sollte Kritik immer nur äußern, wenn man auch eine Lösung hat. Ne? Aber tatsächlich habe ich die bei Klemmbausteinen nicht, weil mir die Expertise fehlt. Aber im Endeffekt ist das halt schade, weil klar, man hantiert nicht so viel damit rum, man stellt die meistens schnell hin. Aber mir ist es jetzt schon oft passiert, gerade jetzt auch beim Hin- und Hertragen, jetzt hier für das Video und so weiter, dass ich die irgendwie falsch nehme, es bricht ab, es fällt runter. Gerade als ich die Schärpe von Worf wieder dran gemacht habe, es fällt runter. Hier der Stein von dem Fuß bricht ab, landet irgendwo unterm Schrank und dann, naja, das ist schade, ist ein Kontrapunkt, weil es zwar stabil an sich ist, aber eben das ist eine große Instabilität, die auch öfter mal negativ ins Gewicht fällt. Ne? Das ist ein Kontrapunkt. Ich habe so ein bisschen überlegt, ob ich die immer mitgeführten Phaser gut finde oder ob ich die schlecht finde, ob ich das als Kontrapunkt erwähne, aber tatsächlich macht sich der Bluebricks auch Gedanken drüber. Picard und Phaser. Worf hat ein sehr schönes Buttlet in der Hand. Quark hat das Tablet. Jetzt hat zugegebenerweise hier Spock auch einen Phaser, aber eben den alten. Das ist irgendwie cool. Aber eben auch ein Tricorder. Und Sisko, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Sisko hat hier einfach seinen Ball in der Hand. Das finde ich irgendwie ganz cool. In der anderen Hand hat er einen kleinen Phaser. Hat er so einen kleinen Phaser? Gab es die in der Serie, so kleine Phaser? Naja, weniger Phaser, mehr auf die Objekte konzentrieren. Es könnte ein Kontrapunkt sein, aber das wäre ein bisschen extrem hohes Jammern. Ne? Extrem hohes Jammern. Von daher, es ist ein Kontrapunkt. Und Brick Buddies ist nicht für jeden was. Generell diese Art von Set. Es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte mir gar keine Figur in irgendeiner Form hinstellen. Ich finde Raumschiff und so viel cooler. Ne? Also von daher, das ist eine große Geschmackssache. Hinterlasst mir bitte mal in den Kommentaren, was ihr von solchen Figuren haltet. Ob ihr daran Spaß habt oder euch vorstellen könnt, Spaß daran zu haben. Bei mir war das so, wo ich die noch nicht geschenkt bekommen habe, aber Quark in der Ankündigung gesehen habe, da habe ich gleich gesagt, okay, ich bin da eigentlich nicht so für, aber den Quark, den hole ich mir, weil der ist irgendwie cool. Ja, da ist die Frage, könnt ihr euch vorstellen, darauf euch einzulassen? Oder sagt ihr, nee, komm, so ein Kram kommt mir gar nicht ins Haus. Also von daher, das ist auch nicht für jeden was. Deswegen gebe ich in meiner Gesamtbewertung im Fazit 4 von 5 Sternen. Aber 4 mit einer starken Tendenz zu 5, denn Makel, bis auf die kleine Sollbruchstelle, die bei einem Display-Set, was man sich irgendwie ins Regal stellt, gar nicht so wild ist, gibt es hier nichts dran zu mäkeln, nicht am Preis, nicht am Bau, nicht an der Klemmkraft, nicht an der Optik, gar nichts, nicht an den Drucken. Es ist halt musterhaft und für mich um bei weitem sehr viel den Brickhead zu überlegen. Und von daher passt das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, alles Geschmackssache, deswegen gibt es 4 von 5 Sterne und ich bin auf eure Meinung auf jeden Fall gespannt. Das war's mit dem Phänomen Brick Buddies. Und für mich war es wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Denn ich sag mal, wenn ich mir so ein Bild von etwas mache, dann ordne ich das normalerweise schnell ein und von dieser Entscheidung weiche ich auch nicht so stark ab. Aber hier ist es wirklich so, dass Bluebricks mich überzeugt hat. Und das ist auch eine Sache, die bei Bluebricks immer wieder passiert. Gerade jetzt bei der Star Trek-Reihe. Ich kann natürlich nicht so sehr für die anderen Reihen immer sprechen. Geht mir allerdings auch so mit der Minifigur. In dem letzten Video gab es auf jeden Fall das Shuttlepod und da habe ich euch mal von einem anderen Bluebricks Set für Kinder die neue Bluebricks Minifigur mitgebracht und gezeigt und auch die gefällt mir persönlich total gut, ist immer noch ähnlich genug der Lego-Figur, aber hat eben schöne neue Ideen und Bluebricks arbeitet sehr strukturiert und sehr konzentriert und sehr kreativ und bei Star Trek habe ich das Gefühl, liegt der Fokus, weil die auch alle Star Trek Fans irgendwie sind. Das kriegt man ja auch tatsächlich in den Videos von Bluebricks immer mit. Und ja, diese ansteigende Qualität und dieses Überzeugen von dem, was die als Vision haben, das ist wirklich krass. Und dass gerade sowas wie die Brick Buddies, was überhaupt nicht meinem Geschmack entspricht, so bei mir durchrauscht und eben bei mir auch auslöst, dass ich beginne, die zu sammeln, wenn auch nicht alle,
Das ist wirklich ein Zeichen, was für ein aufsteigender Kurs bei Bluebricks ist. Ich bin gespannt, wie das in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch läuft. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wirklich, wirklich gespannt. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich lese das alles und ich antworte auch gewiss. Und ja, wenn euch das alles gefällt, was ihr hier seht, vergesst bitte, bitte nicht das Abo, denn wir wollen noch zur 1000 und dann geht es hier richtig ab und dann freue ich mich, wenn ich weiter solche Videos für euch machen kann. Das war das Klemmbaustein-Video. Am dritten Samstag des Monats, steht also noch bevor, gibt es auch das Gaming-Video. Aller Voraussicht nach nicht in der Star Trek-Uniform. Und vergesst bitte auch nicht den Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auf jeden Fall wieder dabei seid. Und wenn euch noch langweilig ist, an der Seite sind noch zwei Videoempfehlungen für euch, die passen könnten. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei was immer ihr jetzt noch baut, lest, zockt. Alles, was uns Nerds Spaß macht. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Lebt lang und in Frieden.